Hintergrund soll ein sogenannter Naturerlebnisraum entstehen, weil wir als Menschen ja Teil der Natur sind. Das heißt, wir gestalten die Gewässer auch für den Menschen. Das Gewässer soll besonders zugänglich gestaltet werden durch sehr flache Böschungen, sodass man zum Gewässer hinkommt. Momentan ist das Gewässer, wenn man sich umschaut, kaum zu sehen. Es liegt ungefähr 2 Meter tief unter dem Gelände und schon von ein paar Meter Entfernung ist es kaum noch sichtbar. Wir wollen, dass die Menschen zum Gewässer gelangen können, dass die Kinder dort spielen können. Wir werden entsprechende Elemente dort platzieren, wie Sitzstämme, Steine, auf denen gespielt werden kann. Die Ufer werden entsprechend mit Kies und mit Sand ausgelegt, sodass dort schöne Spielräume für Kinder entstehen. Wir wollen das aber so gestalten, dass es möglichst naturnah aussieht, dass es sich in die Landschaft einfügt, ohne künstliche Materialien oder Stilmittel. Und uns ist es auch ganz wichtig, dass die Menschen eine emotionale Bindung zum Gewässer aufbauen, dass sie sich beginnen, für das Gewässer zu interessieren, dass sie begreifen, wie wichtig ein Gewässer als Lebensraum ist und wie vielfältig. Und dass aus diesem Interesse anfangs, vielleicht auch später, ein Bewusstsein sich entwickelt, das Gewässer zu schützen.